Ein herzliches Grüß Gott und Glück auf. Ich möchte, bevor ich euch die Lesungen für den heutigen Tag, Frühlingsanfang, 20. März 2020, in diesem Schaltjahr ein bisschen früher, möchte ich euch Gedanken lesen aus diesem Fastenbüchlein, wo für jeden Tag in dieser Fastenzeit, also bis Ostern hin, ein paar Gedanken aufgeschrieben sind, und dieses Mal stammen sie von Susanne Niemeyer. Und ihr wisst, die fleißigen Kirchengeher wissen, ich habe sie schon öfters zitiert. Susanne Niemeyer ist eine deutsche Bloggerin, die ja einige Bücher auch schon geschrieben hat und so erfrischend normal über ihren Glauben berichtet und auch eben biblische Texte so nimmt und sie in die Jetztzeit übersetzt oder auch ungewöhnliche Geschichten erfindet, wo Gott zum Beispiel eine alte Frau ist, die jeden Brief beantwortet, der an sie gerichtet ist. Du hast die Wahl, Susanne Niemeyer. Gott ist Maler von Beruf. Das wissen die wenigsten. Und wenn Sie es hören, dann denken Sie an Monet und an Seerosen. Aber das ist ein Irrtum. Gott ist ein ganz gewöhnlicher Anstreicher, allerdings ein sehr guter. Welche Farbe denn mein Leben haben solle, fragt er. Und ich wähle Rot wegen der Lust und Blau wegen der Tiefe und Grün wegen dem Verstecken. Gute Wahl, sagt Gott, und ich frage mich kurz, ob er das immer sagt. Ja, welche Farbe hat mein Leben? Bin ich im Blues oder bin ich im Rot oder hoffentlich nicht im Gelb, was sich so krampft? Ja, welche Farbe hat mein Leben? Wie fühle ich mich? Wie ist meine Situation? Und die heutigen Worte aus dem Losungsheft beziehen sich so auf eine Situation, wo der Betende sich in der schwachen Position sieht. Aus dem Psalm 27, der 5. Vers: Der Herr deckt mich im Schutz seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Wenn man diesen Psalm ein bisschen genauer anschaut, dann befindet sich der Betende eben in dieser Situation. Er fühlt sich von allen Seiten bedrängt und dann sagt er: Eins würde ich mir wünschen, dass ich im Schutz deines Hauses geborgen bin und deine Herrlichkeit sehe. Und das hat mich erinnert eben so an Kirchenasyl, was es im Mittelalter ja ganz viel gab. Glöckner von Notre Dame, der Film, ihr kennt den alle. Oder eben Martin Luther, der eben den Schutz Gottes spürt oder vergleichbar versucht zu machen. Ein feste Burg ist unser Gott. Gott ist wie eine Schutz- und Trutzburg. Es kann uns nichts passieren. Und da sagt eben auch oder wünscht sich der Betende, wenn er sich schwach fühlt, wenn er sich dem Alltag und den Anfeindungen nicht gewappnet fühlt, dann wünscht er sich einfach im Haus Gottes Schutz zu finden. Und dann passend dazu ausgesucht, oder hoffentlich passend dazu ausgesucht, ein Wort aus dem Neuen Testament, 2. Korinther 12, der 10. Vers, da schreibt der Apostel Paulus: Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Es gibt solche Kraftriegel, biblische Worte auch, wo man so als Buchzeichen nehmen kann, die ich auch schon ein paar Mal so im Gottesdienst verteilt habe. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist der Vers davor.
Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig und darum macht es gar nichts, sagt der Apostel Paulus, wenn ich schwach bin, weil dann kann Gottes Gnade und seine Güte und